So, hallo meine Lieben. Ich bin noch nicht sicher, ob man alles richtig hört und sieht. Ich musste alles neu zusammenstecken. Deswegen, wie immer, kleines Feedback bitte. Funktioniert es, funktioniert es nicht? Hört er mich? Könnt ihr mich hören? Sagt mal einer ja, sagt mal einer nee. Ludger könnte was sagen. Einer von euch. Bis dahin tue ich mal so, als ob man mich hören würde. Ja, Ton und Bild, okay, alles gut. Super. Hallo. Monat Mai. Ja, ich habe das T-Shirt an. Übrigens ist ein Fangeschenk. Das finde ich so geil, ja. Wir sollten echt mal so eine T-Shirt-Sammlung machen für gute T-Shirts, weil das ist wirklich, das ist das Imker-T-Shirt. Das andere ist, dachte, ich hätte noch Zeit. Das ist auch mal gut, aber man muss auch müssen können. Gerade ist echt aktuell, weil jetzt so alles durcheinander geht. Ich habe extra für Ludger heute habe ich meine Wabenzange mitgenommen. Und zwar hier, wo man so den Draht mitspannen kann. Kennt ihr, ne? Das ist so, es geht ein bisschen dosierter als mit diesem Rillrädchen, weil ich heute ganz viele Waben, ich musste, brauche natürlich Honigräume und die waren nicht vorbereitet, musste man mal eben schnell machen. Da kriegt man dann so Blutblasen in der Hand von. Aber, ne, man muss auch müssen können. Egal. So. Der Mai. Ja, wir haben jetzt schon zweimal Mai gemacht. Jetzt machen wir nochmal Mai. Meine Stirn. Was mit meiner Stirn? Hier kriegt der Stirn. Guck mal, ich habe ganz kurze Haare. Das ist irgendwie einfacher zu machen. T-Shirt fand ich wichtiger als Stirn. Also, der Mai ist traditionell der Monat, haben wir es zweimal schon gemacht, ist traditionell der Monat, wo die Träume zerplatzen. Ja? Also Mai, es gibt zwei Momente in der Imkerei, wo Träume platzen. Das eine ist der Mai und das andere ist so im, ja, ich sag mal so Januar, Februar, wenn man merkt, dass die Kisten leer sind. Das ist immer schlecht. Aber im Mai ist auch so, dass man die ganzen Pläne, die man gemacht hat, dass die von den Bienen so ganz liebevoll korrigiert werden. Weil die Bienen sagen dann so, naja, nö, wir haben andere Pläne. Du bist zwar lustig als Imker, aber wir haben andere Pläne. Und dann merkst du, als Imker, hast du viel gelesen über den Winter und willst das alles anwenden. Und die Bienen sagen so, nee, kennen wir schon, machen wir nicht. Und dann liest man nochmal nach und dann liest man in den Kommentaren und dann steht dann da, ja, hat bei mir auch nicht geklappt. Hat man vorher aber nicht gelesen, weil vorher klang das alles total super, ja. Naja, egal. Außerdem, ich verbitte mir so Kommentare wie Fleischmütze. Ich habe hier voll Haare oben drauf, ja. Es sind nur kurz, die gehen nicht aus. Das muss sein. Das ist die einzige Frisur, die ich selber kann. Also ich habe so einen Langhaarrasierer, damit geht das. Und die wachsen ja wieder nach, deswegen, ich bin da nicht so eitel. So, ich habe jetzt hier so Themen. Da gehen wir jetzt einfach der Reihe nach. Weil das sind alles, das sind meine Honigräume, die brummen. Ich kann mal gucken, ob ich die Maxi-Lautstärke, ob ich die ein bisschen runtersetzen kann. Ich weiß aber nicht, wie das geht. Ist besser so? Nee. Moment, ich habe hier so einen Schieber. Probiere ich mal. Aber wenn ihr euch beschwert habt, dass jetzt zu leise ist oder so, ist auch doof. Also müsst ihr sagen. Ich hoffe, es brummt jetzt nicht mehr. So. Honigraum nicht angenommen, das ist der Klassiker. Ja, alle sagen so, boah, wir haben total viel Honig, gerade die fliegen wie Sau und ihr guckt traurig, weil, ah, jetzt ist es zu leise, sagt Ludger, dann mach ich wieder lauter, mir ist das doch egal. So, bisschen lauter. Aussteuerung in den gelben Bereich, ich bin mit der Aussteuerung im gelben Bereich, unteres gelber Bereich, ich kann auch noch einen Tucken lauter machen. So, jetzt rede ich ganz normal, jetzt müsste es, Wolfgang Wirth, bei dir brummtet. Ich kann es nicht ändern. So. Guck mal, Honigräume. Also ihr guckt traurig, weil alle sagen, heute war ein super Tag, aber bei euch passiert im Honigraum nichts. Wir haben bei uns heute, ich habe geguckt, ich habe eben auf die Waage, ich habe so eine Waage. Das ist total lustig. So eine Waage ist wirklich was Lustiges. Moment, ich guck mal, ob ich was sehen kann von heute. Also ich habe das natürlich schon gesehen, was die heute gemacht haben, aber... So, Waage. So, bei der Waage, da kannst du dann sehen, zum Beispiel am Samstag hatten wir dann 0,9 Kilo Eintrag über den Tag weg. Und dann gestern war dann 3,9 Kilo Eintrag. Und heute war 22,6 Grad und ich hatte 6 Kilo. Hat das Volk, was auf der Waage steht, gemacht.
Das klingt total super, das heißt gar nichts, weil die anderen sind wahrscheinlich geschwärmt. Wer weiß das schon? Ich war nicht da. Ach so, der Nachbar mit dem Elektromäher. Ja, Entschuldigung, das stimmt tatsächlich. Hört man das echt so krass? Hätte ich nicht gedacht. Christine ist draußen am Mähen. Das stimmt echt. Dann ist okay. Ja, jedenfalls, bei euch gehen sie nicht in den Honigraum. Warum gehen die nicht in den Honigraum? Weil sie doof sind. Warum auch immer. Sind noch klein. Die werden unten so weit, haben unten so viel Platz. Also wenn man zum Beispiel so eine Methode hat, dass man mit zwei Buträumen arbeitet, bei Zander oder so, ist oft so, dass die erstmal sich unten austoben und dann lagern die den, wenn das so Bienen sind, so Landrassebienen oder Bienen, die von der Genetik so sind, dass die den Honig gerne so nah am Brutnest haben, auch im Sommer. Das ist sehr unterschiedlich bei Bienen, gibt es sehr unterschiedliche Bienen. Manche legen den lieber weiter weg, manche haben den lieber näher am Brutnest. Dann kann es sein, dass die... Habt ihr vielleicht noch ein Absperrgitter, was irgendwie ein bisschen blöd ist? Es gibt ja so Absperrgitter. Ich habe früher immer bei Herold, hatte ich welche, die lagen direkt auf den Oberträgern und wurden dann so verbacken. Und da gab es dann geringfügig hin und wieder mal so Löchlein, wo die Viecher so durch konnten. Aber im Prinzip war das schon so, da mussten die sich so ganz schmal machen, da hatten die eigentlich keinen Bock drauf. Und seit ich Absperrgitter habe, die gut gemacht sind, da ist so ein bisschen B-Space zwischen dem Oberträger und dem Gitter, da können die sich da so ein bisschen besser sortieren und durchwuchteln, dann ist das besser. Ich habe aber auch welche, da ist unten B-Space drunter und oben drüber. Und dann ist es nicht besser, weil dann verbauen die das alles. Aber das ist eine technische Geschichte. Naja, jedenfalls, wenn ihr dann da so ein Gitter habt und die haben unten viel Platz und die haben eh keinen Bock, den Honig hochzutun, genetisch, dann kann das sein, dass die unten so eine fette Honigkappe anlegen unterm Absperrgitter und dann sagen die sich, wisst ihr was, was der Imker will, ist mir eigentlich egal. Wir gehen jetzt auf Reise. So, und das sind dann so Völker, wo du dann wirklich traurig guckst, die noch nicht mal in den Honigraum gehen und dann Zellen anziehen und, naja, reisen wollen. Da ist es dann besser, wenn man zum Beispiel das Absperrgitter mal eine Weile weglässt. Dann haben die nämlich nicht so sehr, dass die, na, dann können die da lockerer hoch und dann haben die eher eine Möglichkeit, da oben schon mal so sich umzugucken und sobald da ein bisschen Honig drin ist oben, frisch und so, und dann frische Waben, dann gehen die schon auch hoch, wenn das keine ganz doofen Bienen sind. Es gibt aber auch Bienen, die gehen nicht hoch, die haben einfach gar keinen Bock drauf. Und das sind dann zu, da muss man dann überlegen, ob man mit denen imkern möchte oder wie man mit denen imkern möchte, das ist ein bisschen anders. Da muss man dann vielleicht tatsächlich so imkern, wie die Dadant-Imker das machen, dass die die unten im Brutraum sehr eng halten, dass die quasi nach oben müssen. Das aber nennt sich dann irgendwie fast schon, also wenn man es ganz extrem auf die Spitze treibt, nennt sich das Pressen. Und das ist keine super elegante Lösung, aber das ist eine Lösung, wie man mit Bienen, die keinen Bock haben hochzugehen, wie man die motiviert, doch hochzugehen. Das Gegenteil von Pressen sind zwei Bruträume Zander oder zwei Bruträume Deutsch Normal. Da musst du schon sehr motivierte Bienen haben, dass die hochgehen. Ein bisschen besser ist es, wenn man einen Brutraum hat und stellt einen zweiten Brutraum unter. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie den Honig doch hochtragen, höher, weil die den Honig nicht so gerne nach unten Richtung Flugloch natürlich lagern. Aber dann passiert Folgendes, wenn richtig Tracht ist, dann geht das Brutnest immer weiter runter, weil immer wenn oben eine Zelle frei wird, kommt da Honig rein. Und dafür geht die Königin dann eine Zelle, eine Reihe weiter runter und stiftet dann immer weiter runter, bis sie dann auch unten angekommen ist. Dann kann man dann so sehen, wenn man die zweizagig überwintert, dann kann man schön sehen, wie im letzten Jahr die Trachtverhältnisse waren. Wenn die Trachtverhältnisse nicht gut waren, sitzen sie oben. Wenn die Trachtverhältnisse Bombe waren, sitzen sie unten. Aber wisst ihr was? Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Eine Methode wäre jetzt zum Beispiel, wie gesagt, ihr lastet Absperrgitter mal weg und guckt mal, was passiert. Müsst ihr aber damit rechnen, dass die Königin oben auch ein paar Eier legt. Kann ja passieren, ist auch nicht schlimm. Jetzt ist ja die, wie heißt es denn? Jetzt ist ja die Zeit, wo die Leute Ableger machen, ne? Dann ist es ja sinnvoll, wenn du Ableger machen willst, ist es ja schön, wenn man ein paar Brutwaben hat, die, kommt drauf an, wie du die Ableger machst, aber kommt drauf an, wenn du Brutwaben hast, die komplett verdeckelt sind. Wenn du zum Beispiel so einen Sammelbrutableger machen willst, wo du mit umgelarvte, also definierte Zellen, also definierte Königin haben willst. Wenn du nachschaffen lassen willst, nicht. Aber wenn du definiert das haben willst, dann ist es sinnvoll, wenn man verdeckelte Waben hat. So, und dann kann man auch mal Brutwaben nehmen im Pack, drei Stück, so, und übers Absperrgitter, übers Brutnest hängen. Und nach 9 Tagen sind natürlich, die Bienen sind ja nicht weiselos, die können ja hoch und runter.
Und dann werden die da in der Regel auch keine Zellen ziehen, wenn man das, muss ein bisschen gucken trotzdem, aber in der Regel machen sie es nicht. Und dann kann man nach 9 Tagen kann man die Warmen dann mit verdeckelter Brut entnehmen und da seine Ableger draus bauen oder einen Sammelbrutabnehmer oder irgendwie bei mehreren Völkern, wenn man das so macht, wie auch immer man das so machen will. Aber sobald da oben Brutwarmen hängen, gehen die Bienen schon hoch und runter. Und dann ist sind die Warmen da drumherum, sind dann auch, werden ausgebaut und angenommen und dann ist das schon gut. So, könnte man so machen. Was auch funktioniert, ist, wenn da oben eine Futterwabe mit reinhängt. Das reicht in der Regel auch, um die Bienen hochzuziehen. Was die Bienen gar nicht mögen, ist so eine Kiste mit Mittelwänden. Das mögen die nicht. Da haben die irgendwie kein Interesse dran und bis der Druck ist, dass sie da oben hochgehen und da was machen, haben die unten schon ziemlich alle Möglichkeiten ausgenutzt, irgendwo was reinzustopfen. Und dann ist es sinnvoll, dass man da oben auch eine ausgebaute oder 2 oder 3 ausgebaute in die Mitte mit reinpackt. Dann haben die da nicht mehr so ein, ja, dann haben die da nicht mehr dann haben die einen Grund hochzugehen, Steigwaben, wie auch immer, wie man das nennt. Dann gehen die hoch und dann bauen die oben auch. So, das sind so Methoden, was man machen könnte. Also unten eng setzen kann man machen. Brutwaben zum Verdeckeln drüber hängen kann man machen. Man kann die auch einfach auslaufen lassen und man muss die nicht zu Ablegern verwursten. Man kann die auch so hochhängen. Aber ganz ehrlich, Brutwaben hochhängen macht man nur, um jetzt, dass die in den Honigraum gehen, macht man eigentlich nicht. Das hat man früher so gemacht bei deutsch normalen Zander, wo die Waben alle gleich hoch waren. Aber eigentlich ist das super unelegant. Geht aber natürlich, funktioniert. So, Absperrgitter weg, das hatten wir auch. Das sind so Methoden, wie man es machen könnte. So, jetzt gucke ich mal, was da so steht. Ich lese mir das gerade mal durch. Ich kann ganz schlecht quatschen, während ich lese. Das kann ich irgendwie. Ah, Mäusegitter lese ich gerade. Nee, Mäusegitter kannst du wegmachen. Da geht keine Maus geht an ein Volk, wo jetzt richtig Betrieb ist. Das können die nur, wenn die Biene in der Traube sitzen. Und wir haben jetzt Anfang Mai, wenn die jetzt noch in der Traube sitzen, dann imkert da irgendwo. Da weiß ich dann nicht Bescheid. Aber normalerweise sollten die jetzt unterwegs sein, die Bienen. So. Bienenflucht. Wie groß sollte das Loch in der Bienenflucht idealerweise sein? Es ist total random, ja, aber ich lese es gerade, deswegen frage ich. Ich habe da so 25er Löcher, 2 Stück. Und darunter ist dann diese, so eine Raute von Lega, glaube ich. Oder von Nicot. Ich weiß es gar nicht, von wem die sind. So. Rudi fragt, achso, dann machen wir gleich, was passiert, wenn die Königin weg ist. Gut, da kommen wir jetzt zu. Also, der nächste Punkt ist, wenn die Bienen nicht in den Honigraum wollen, dann, was ist dann? Dann habt ihr Pech gehabt, die werden relativ schnell unten, egal wie stark die sind, werden die sagen, so, wir haben genug Honig im Brutnest, Koffer packen und dann geht's ab. Und dann findet er erstmal Zellen. Und da ist wichtig, wenn man Zellen findet, ganz wichtig, nicht in Panik geraten. Ja? Also Bienenvölker schwärmen nicht, wenn es ihnen schlecht geht. Das heißt, wenn die schwärmen wollen, geht es ihnen schon mal nicht so schlecht. Das ist schon mal gut. Erster Punkt. Dann habt ihr noch ein paar Handhabungsmöglichkeiten zu verhindern, dass sie schwärmen. Und auch wenn sie mal schwärmen, am Anfang passiert es auch, dass die schwärmen. Da müsst ihr euch von frei machen, von dem Gedanken, dass ihr, wenn ihr in der Situation imkert, wo auf keinen Fall ein Schwarm gehen darf und ihr seid noch nicht so richtig lange dabei, dann kann ich euch versichern, dass das schief geht. Ihr werdet immer mal einen Schwarm haben, jeder Imker hat mal einen Schwarm. Manchmal hast du Jahre, da haben sie viele Schwärme, manchmal hast du Jahre, da hast du fast keine Schwärme. Und es gibt auch immer Imker, die sagen, ich hatte noch nie einen Schwarm, aber na, ich traue dem Braten nicht so richtig. Ja. Ich habe euch da auch was Schönes, erzähle ich euch gleich, ein schönes Gedicht noch rausgesucht, weil da seht ihr dann selber, wie die Probleme, wie ähnlich das immer schon gewesen ist. Ja. Ist auch nur 150 Jahre alt oder so. Egal. Gleich. Schwarmzellen. So, hast Schwarmzellen. Was machst du jetzt? Guckst du erstmal traurig. Also, wenn ihr ein Volk habt und ihr guckt da durch und ihr habt plötzlich eine verdeckelte Schwarmzelle. Was heißt das? Also, so fängt das ja an. Ne? Ihr guckt da durch und findet irgendwie Spielnäpfchen. So.
So, und irgendwann findet das Spielnäpfchen, da sind, ist ein Stift drin. Und dann ist das kein Spielnäpfchen mehr, sondern ein Ernstnäpfchen. Und dann ist da nicht mehr viel mit Spielen. So, dann findet ihr irgendwie angeblasene Weiselnäpfen, Weiselzellen. Also Weiselzellen, die schon so eine Form von einer Weiselzelle haben, aber noch offen sind und wo richtig dick Gelee Royal drin ist. Und dann findet er irgendwann Zellen, die verdeckelt sind. So. Alles kein Grund zur Panik. Es kann sein, dass er irgendwie ein paar Spielnäpfchen findet und eine verdeckelte Weiselzelle. Oder ist in jeder Kombination denkbar. Wenn ihr eine verdeckelte Weiselzelle findet, ist das Allerwichtigste, ruhig bleiben. Der Reflex ist, oh, kaputt machen, ja? Kaputt machen ist, eine gute Lösung in bestimmten Fällen, aber nicht in jedem. Deswegen macht ihr diese Zelle nicht kaputt, sondern wenn ihr da durchguckt durch dieses Volk und ihr seid dabei, dann werden die schon in dem Moment nicht schwärmen. Ja, gibt es auch, ganz selten. Passiert aber echt, ist mir glaube ich zweimal passiert in meinem Leben. Dass die plötzlich, stand ich in einem Schwarm. Ja? Kann passieren, normalerweise passiert es nicht. Die sind so aufgeregt, dass ihr da seid. Da passiert nichts. Also, ihr nehmt diese Wabe mit der Zelle und seid damit auch vorsichtig. Ja? Ihr haut da nicht wild drauf rum. Manchmal sieht man die ja erst, wenn man schon die Bienen so abgeklopft hat. Deswegen schüttel ich die vorsichtiger. Ich muss die ja nicht alle weg haben von der Wabe. Reicht ja, wenn man gucken kann. Sobald ihr seht, da ist eine Zelle, ja, dann nehmt ihr diese Wabe und schiebt die zur Seite oder stellt die daneben oder was auch immer. Aber ihr macht da nichts kaputt. Und dann guckt ihr die Kiste durch. Und dann guckt ihr ein bisschen anders als vorher. Ihr guckt dann gar nicht mehr so nur nach Stiften und Zellen und was ihr sonst findet, sondern ihr guckt, ob ihr die Königin findet. Weil, kann ja sein, die Königin ist 3 Tage vorher, ist die geschwärmt mit den Bienen. So, jeder, der noch nicht so lange Bienen hat, glaubt, wenn die Hälfte der Bienen weg sind, würdet ihr das sofort sehen. Keine Chance. Nach 2 Tagen seht ihr gar nichts mehr. Da sieht die Kiste genauso voll aus wie vorher. Schlüpfen doch die ganze Zeit Bienen. Was soll das denn? Sind rappelvoll mit Bienen, aber die Königin ist weg. So. Wenn ihr jetzt noch irgendwie da so Stifte habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Königin noch da ist, ja nicht so ganz gering. Also, dass die Königin auszieht, sobald da eine verdeckelte Zelle ist, das ist ein Kann, aber kein Muss. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Königin noch da ist, ist gar nicht so gering. Vor allem, wenn da viele Bienen drin sind. So. Dann guckt da mal, ob ihr die Königin seht. Wenn ihr die Königin nicht seht, brecht ihr alle Zellen und... Aber ihr habt noch Stifte, ne? Dann brecht ihr alle Zellen, auch die eine, macht die Kiste wieder zu, notiert euch das und dann müsst ihr ein paar Tage später nochmal reingucken. Wenn ihr jetzt seht, boah, guck mal, da sind ein paar verdeckelte Zellen, aber gar keine offene Brut, also gar keine Stifte mehr und eigentlich nur noch dicke Maden, ein paar, aber eigentlich ist alles voll mit Honig und so versiegelter Pollen, also glänzender Pollen. Und ihr könnt davon ausgehen, die sind abgeschwärmt. So. Dann wäre es doch Blödsinn, wenn ihr alle Zellen brechen würdet. Was soll das? Dann sollen die sich aus einer dicken Made eine neue Königin ziehen, obwohl ihr da eine super versorgte Schwarmkönigin gehabt hättet. Macht ihr natürlich nicht. Dann hängt ihr diese eine Wabe mit der einen Zelle. Ja, da müsst ihr wirklich drauf gucken. Dann dürfen auf allen Waben, müsst ihr alle Zellen brechen. Ihr sucht euch eine schöne Zelle aus. Und dann müsst ihr wirklich gut gucken. Ja, wirklich gut gucken. Müsst ihr die anderen Waben schüttelt er ab, dass da keine Bienen mehr drauf sitzen. Dann macht er wirklich alle Zellen weg, auch angepflegte, auch halb angezweckte, alles macht er weg. Und die eine Zelle lasst er stehen. Dann habt ihr eine Chance, dass es keinen Nachschwarm gibt, sondern diese eine dann schlüpft, Begattungsflug und weiter geht's. Blöd, aber kein Beinbruch. Wenn ihr nicht sicher seid, ob die alte Königin noch da ist und ihr lasst diese Zelle drin, dann provoziert ihr ja einen Schwarm, wollt ihr nicht. Dann brecht ihr auch diese eine Zelle, weil ihr habt ja noch Stifte, die können sich ja was Neues ziehen. Und dann müsst ihr halt entsprechend ein paar Tage später nochmal reingucken und alle Zellen brechen bis auf eine. Das ist einfach, dauert nur ein bisschen länger. So, aber an dem Punkt sind wir noch nicht.
Ihr habt jetzt gerade mal noch gar keine verdeckelten Zellen gefunden, sondern ihr findet irgendwie ihr findet ein paar angepflegte Näpfchen. Gut, dann brecht er die und dann geht er mal tief in euch und überlegt mal, warum ihr dem Volk den Honigraum zu spät gegeben habt oder was auch immer ihr falsch gemacht habt. So, wenn ihr das ausschließen könnt, dann liegt es an der Königin. Kann ja sein. Und dann entscheidet sich ein bisschen so, wie die Bienen sind. Also wenn du eine Genetik hast, so Landrasse, die wollen dann einfach echt tatsächlich nur noch Ballermann und gib ihm, dann werdet ihr die aus dem Schwarmdussel wahrscheinlich nicht mehr rauskriegen. Ihr könntet probieren. Alles brechen, Platz geben, Platz machen. Und Platz machen meint nicht Mittelwände da unten drunter setzen, weil das ist wie so eine Barriere zum Honigraum. Wenn ihr Mittelwände drunter packt, packt ein paar ausgebaute in die Mitte, setzt die unter den Honigraum, dann, dass die unten irgendwie direkt da irgendwas zu tun haben und so ein bisschen vom Brutnest weggezogen werden. Noch idealer wäre wahrscheinlich, wenn er eine Kiste mit ausgebauten Waben hättet und die zwischen Brutnest und der untersten Kiste setzen würde, dann entlastet das so ein bisschen das Brutnest, wenn es daran gelegen hat, dass das so zugehonigt ist. So, wenn ihr jetzt da irgendwie 25 Zellen, angepflegte Zellen habt und beim nächsten Mal sind noch 3 angepflegte Zellen und beim nächsten Mal ist vorbei, dann ist vorbei, dann ist super. Meistens funktioniert das nicht. Meistens ist es so, dass er beim nächsten Mal, wenn ihr beim ersten Mal 25 habt, habt ihr beim nächsten Mal 30 und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das nochmal machen könnt, ohne dass ihr was überseht. Ich sag mal, das ist schon, die Bienen sind nicht doof. Ich habe halt das Schullandheim-Beispiel mal gemacht. Das ist wirklich genauso. Ihr müsst euch das vorstellen, wenn die wirklich, das sind hormonschwangere Wesen, ja, die sind nicht mehr rational, die kannst du nicht mehr irgendwie überreden und belabern, da musst du tatsächlich eingreifen. So, und dann hast du verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Schwarmverhinderung, ganz klassisch, ne? Ob du jetzt so ein Dämmeré machst, könnt ihr mal googeln, wie so ein Dämmeré-Plan funktioniert. Oder ihr macht einen Königin-Ableger, nimmt die Königin mit einer Brutwabe raus, wo sie drauf sitzt, Kiste Mittelwände, stellt sie woanders hin. Oder ihr stellt die Königin, lasst die Königin im Volk und nehmt nur die Brut raus. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Ja, ist wurscht. Was ganz sinnvoll ist, wenn ihr so ein abgeschwärmtes Volk habt und ihr meint, so richtig mit Honig passiert ja eh nicht mehr viel, dann macht da eure Ableger draus. Und dann würde ich aber nicht hingehen, die Genetik nehmen, die da schon rumgeschwärmt ist, weil das ist irgendwie, war ja schon nicht so super erfolgreich. Dann wäre es vielleicht sinnvoll, dass ihr euch mal irgendwo so ein bisschen Zuchtstoff besorgt von irgendwas Nettem. So abgeschwärmte Völker sind natürlich nicht so super Pfleger, weil da sind da nicht so wahnsinnig viele Bienen drin am Anfang. Aber wenn ihr natürlich jetzt, die sind abgeschwärmt und ihr habt Zellen drin und ihr brecht die und die pflegen nochmal Zellen an und ihr brecht die wieder, dann sind da richtig viele Bienen wieder drin. Und dann könnt ihr, das spricht überhaupt nichts dagegen, da irgendeine Randfarbe rauszunehmen und da so eine Zuchtleiste reinzusetzen mit Maden, mit Edelmaden. Warum nicht? Was auch super funktioniert zum Zellenziehen, ist ein frisch gefangener Schwarm, wenn ihr den entweiselt. Wenn ihr sagt, hör mal, wir haben hier so Völker, die sind so doof, der Nachbar, der hat so doofe Bienen, aber die schwärmen halt immer und dann hängen die bei uns im Apfelbaum, dann holt euch den Schwarm, lasst ihn in die Kiste laufen, hängt da eine offene Brutwabe rein in die Kiste und macht vors Flugloch, macht dann, macht ein Absperrgitter davor, kippt die Bienen davor, dann laufen die da rein und die Königin hängt außen am Gitter. Daumen drauf, fertig. Dann kannst du dir Zuchtstoff besorgen, könnt ihr euch Zuchtstoff besorgen, umlarven, dann nehmt ihr die Brutwabe mit der offenen Brut wieder raus, weil die dürfen keine offene Brut haben, die sollen ja diese Näpfchen da bespaßen, dann hängt ihr die Näpfchen da rein, ist doch super. Können die bauen, können machen und tun und wenn die Näpfchen verdeckelt sind, dann teilt er die Dinger auf. Macht aus jeder Wabe mit vielen Bienen ein Näpfchen dran oder zwei Waben und ein Näpfchen dran und dann teilst du die auf und fertig. Ich hatte heute einen Anruf von einer Frau, die war ein bisschen verunsichert,
weil sie hat im Garten gesessen und plötzlich wurde der Himmel schwarz. Und ich so, ja, ich komme, ich hole die. Ja, aber die sind ja in die Wand. So, und das ist so ein Ding, was ein bisschen unlustig ist. Das ist nämlich jetzt auch aktuell gerade so, passiert natürlich, jeder Schwarm, den ihr nicht fangt, der geht ja irgendwo hin, ne? Deswegen, da muss man ein bisschen gucken. Und wenn die einmal in so einer Wand drin sind, ich habe schon so ein paar Schwärme aus irgendwelchen Wänden oder Kaminen geborgen. Das geht in der Regel nicht zerstörungsfrei und es geht in der Regel auch nicht gut. Deswegen, ich sage dann mittlerweile immer, oh, Gratulation, Sie haben jetzt ein Bienenvolk. Andere haben irgendwie ein paar Angestellte, Sie haben ein ganzes Volk, ist ja schon mal was. Und dann beruhige ich die Leute so ein bisschen und sage dann, naja, wenn die ankommen, biblische Plage, das ist schon irgendwie beeindruckend, wenn man mit Bienen nichts zu tun hat, ist ja furchtbar. Aber wenn man halt da so ein bisschen reinwächst, ein bisschen begleitet wird, dann kann das ja auch ganz schön sein. Also so, was so richtig Magneten sind, sind so Backsteinhäuser aus der Jahrhundertwende, wo die Decken, die Geschossdecken irgendwie so mit Holzbalkenlage sind und dann haben die halt irgendwie so 30 Zentimeter oder was und dann von unten ist dann so eine Riemchendecke dagegen genagelt und verputzt und von oben sind halt Dielen drüber und in der Mitte ist ein Hohlraum und da hat man dann Dinge reingeworfen. Manchmal hat man auch nichts reingeworfen und wenn die Bienen das mitkriegen, dass das da ist und dann hat so ein Ziegelstein außen, hat irgendwie so einen Ritz. Dann gehen die da rein und dann wohnen die da. Und dann wohnen die da auf Jahre. Also die wohnen da und gehen kaputt. Und dann kommt die Wachsmotte und dann kommen neue Bienen. Und jedes Jahr kommen da neue Bienen. Und die kriegst du auch nicht dicht gemacht, die Löcher. Das ist irgendwie immer so. Und da muss man auf die Leute so ein bisschen eingehen und denen sagen, ja, das eigentlich bringt Glück. Bringt ja auch Glück. Also wer kann denn sagen, ich habe Bienen im Haus. Und ich habe eine Freundin, da ist das so, die hat die Matratze am Boden liegen und die hört die immer brummen. Die sind so unter ihr im Fußboden. So, hat noch nie eine von denen gesehen, also die fliegen irgendwie an der Außenwand raus, da ist noch nicht mal ein Fenster an der Wand, also die weiß gar nicht genau, die weiß schon ungefähr, wo das ist, aber sieht die halt nicht, sieht auch nichts von den Bienen, aber die sind halt immer da. Das ist ja auch irgendwie schön, muss man aber wollen, aber das könnte ja nicht verlangen, dass die Leute es wollen. Und wenn sowas ist, dann, wenn die Leute das gar nicht aushalten, dann gibt es die Möglichkeit, das aufzumachen oder der Kammerjäger kommt. Oder die Leute kaufen sich selber eine Dose Insektenspray und erledigen das selber. Und dann sterben die Bienen. Und der Honig, der da drin ist, der ist dann halt auch mit dem Insektengift so ein bisschen kontaminiert. Und dann kommen eure Bienen, rauben das aus und sterben auch. Deswegen ist das keine so eine geile Idee. Ja? Aber es gibt durchaus Leute, die haben wirklich, die können nicht mit einem Bienenvolk in einem Haus leben. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man die Schwärme irgendwie, dass man das nicht so richtig macht. Dass man sagt, das ist mir doch egal, sollen die schwärmen, die leben so in der Natur und so, ne? Wir haben keine hohlen Bäume mehr, deswegen muss man darauf achten. Lockbeuten darf man nie aufstellen. Lockbeuten kann man natürlich aufstellen, es funktioniert hervorragend. Man darf es aber nicht. Noch nicht. Ich hoffe, das ändert sich bald. Ich finde, jeder Imkerverein sollte also ich finde, das ist meine persönliche Meinung, es ist verboten, ja, aber ich finde, jeder, der Völker hat, so, dann sollte man sagen, für jede 10 Völker, die jemand hat, sollte er irgendwie eine Lockbeute aufstellen. So, das sollte Pflicht sein, finde ich, weil das ist für die Bienen besser. Das Problem ist ja, wenn jemand. Das Problem bei den Schwärmen sind ja nicht die Schwärme, ja, also das ist jetzt auch mal so ein Punkt, da muss man auch mal drüber reden, warum das eigentlich so ein Problem ist. Komm hier von Hölzchen aufs Stöckchen, egal, komme ich trotzdem zu. Das Problem bei den Bienen ist einfach, wenn du Goldfische züchtest und die Kacke behandelst und die sterben, dann ist das traurig. Aber dann ist halt für die Goldfische traurig. Kaufst dir neue Goldfische, sterben auch, suchst dir ein anderes Hobby. Bei den Bienen ist ein bisschen anders. Wenn du deine Bienen irgendwie nicht unter Kontrolle hast und die schwärmen und dann ziehen die irgendwo in einen hohlen Baum, wo die nicht erreichbar sind, dann ist das überhaupt kein Problem. Ja? Diese Bienen kommen da schon irgendwie klar. Bis irgendwann kommt die Milbe und dann sterben die. Das ist schon so. Die werden da auch nicht alt, werden die da nicht. Aber das ist dann Natur und vielleicht hätten sie sich ja irgendwie. Ja, findet sich ja mal ein Volk, was resistent gegen die Milbe ist und dann kommen die klar und alles ist gut. So. Wenn jetzt aber in dieser Gegend irgendeine Bienenkrankheit auftaucht, wie zum Beispiel die amerikanische Faulbrut, die ja ziemlich ansteckend ist. Und zwar ist die nicht ansteckend, dass die.
dass deine Bienen irgendwo hingehen und die anderen Bienen anstecken, sondern das Problem ist, dass deine Bienen schwach werden, krank werden und andere Bienen, die, also Moment, das ist natürlich, die anderen werden krank bei denen, ne? Also in dem Baum, die werden irgendwie krank und schwächlich und deine Bienen sind ja immer gut gegen Varroa behandelt, das heißt, sie sind nicht schwächlich und stehen gut im Saft, dann werden die schon finden und Bienen räubern. So, und dann gehen die dahin und räubern und dann holen die sich da den Honig und die Faulbrut. So, und dann musst du deine Völker sanieren und sanierst deine Völker und hast neue Völker und im nächsten Jahr, das Volk ist ja tot im Baum, ne? Aber die Faulbrutsporen sind natürlich in diesem alten Wabenwerk und in dem Stamm und überall sind diese Faulbrutsporen ja drin. So, und jetzt kommt im nächsten Jahr kommt ein neuer Schwarm, der geht da auch wieder rein. Weil Bienen sind da magisch von angezogen, wenn da so alter Wachsmottendreck und alter, ne, es ist die Größe stimmt ja, war ja schon mal ein Schwarm drin und so, dann gehen die da wieder rein. So. Dann bauen die sich da ein Volk auf und natürlich sind diese Faulbrutsporen da und natürlich erkranken die an der Faulbrut und brechen irgendwann an dieser Geschichte zusammen und deine holen sich wieder den Honig da und haben wieder die Faulbrut. Und wenn du dann so zweimal deine Kisten alle saniert hast, dann bist du schon, dann ist es schon anstrengend, glaube ich. Ich habe das Gott sei Dank Klopf auf Holz noch nicht gehabt, aber das ist nicht schön. Und damit hast du dann aber so ein Faulbrut, so ein Faulbrutmagneten oder so ein Faulbrutnagel irgendwo eingeschlagen, der immer wieder diese Bakterien irgendwie, Faulbrutsporen, weitergibt. Und das ist halt ein Problem, ne? Und das ist natürlich dann dauerhaft so eine Geschichte. Und deswegen ist es nicht so cool, wenn man so Schwärme sagt, ach, ich habe da keinen Bock drauf. Ja, das macht man nicht, weil das ist einfach nicht gut, weil es kann euch auch treffen, ne? Es kann ja euer Schwarm sein, der da reingeht und dann kommt die Krankheit und ihr habt eure Bienen unter Kontrolle und alles ist gut. Und das ist halt der Unterschied zu den Goldfischen, wo ich eben gesagt habe, bei den Goldfischen, da bist du für deine Goldfische verantwortlich. Aber Bienenhaltung findet im offenen Raum, im öffentlichen Raum statt. Und das ist halt ein Problem, ne? Und die Bienen, die holen sich halt die Sporen von den, das sind ja die Dauerstadien von den Faulbrutbakterien. Und holen sich die Sporen mit dem Honig. Und dann gibt es ja verschiedene Typen von Faulbrut. Auf jeden Fall, wenn ihr das dann plötzlich bei euch habt, ist das halt irgendwie eine Kackgeschichte. Und das haben dann ganz viele bei euch in der Gegend vermutlich, weil diese Völker brechen dann zusammen und die werden halt ausgeräubert. Und das ist halt nicht so schön. Deswegen würde man sich wünschen, wenn das jetzt irgendwo in der Pampa wäre und da sind ein Volk auf so und so viel Quadratkilometer, dann ist das egal. Aber wir haben hier in der Stadt, haben wir ja richtig, richtig, richtig viele Bienen. Und jeder Schwarm, der dann irgendwie so unbeprobt und unbeaufsichtigt und sonst wie in irgendwelchen Wänden wohnt, ist natürlich ein Vektor für so ein Seuchengedöns. Und deswegen müsst ihr ein bisschen aufpassen. Was aber nicht bedeutet, dass ihr jetzt nachts nicht mehr schlafen könnt vor Panik, weil ein Schwarm kommen könnte. A, kann man Schwärme fangen. Die meisten Schwärme, die nicht gefangen werden, werden nicht gefangen, weil es nicht ginge, sondern weil keiner Bock darauf hat. Also die schwärmen natürlich auch immer zu doofen Zeiten. Die schwärmen immer so zwischen so 12 Uhr, 1 Uhr, ja. Und da sind die meisten Leute arbeiten. Nicht gut. Ich habe dieses Jahr 2 gefangen bis jetzt. Aber wenn es geht, aus Bequemlichkeit, die nicht zu fangen, finde ich nicht gut. Es ist jetzt nicht gut, die Dinger zu fangen, wenn die irgendwie oben riesenhoch im Baum hängen und ihr brecht euch einen Hals. Das ist kein Schwarm der Welt wert. Auch das Risiko von Faulbrut nicht. Dafür gibt es dann zum Beispiel, kann man das mal irgendwie verlinken? Dieses Seifertsche von Henry, das Schwarmfangrohr. Ich habe das nicht, aber ich habe gesehen, wie es funktioniert. Das ist beeindruckend. Das ist so ein aus Regenrohren, so Saté-Rohren, aus dicken Rohren. Kann man bis auf 8 Meter Länge kann man das so machen und dann kann man die aus dem Baum rausrütteln und die gehen dann in so ein Netz. Das ist eine Wahnsinnsgeschichte. So. Egal. Jedenfalls, das wäre so eine Geschichte. Schwarmfangrohr. Aber Schwärme fangen ist was, was man sich am Anfang nicht zutraut, was aber auch höllenviel Spaß macht.
So, Hymenoptera sehe ich gerade. Ah, hier. Ja, sehr schön. Sehr schön. Bei Melanie auf der Webseite. Ja, gut. Melanie ist heute eh nochmal Thema. Und das war jetzt genau. Ah, guter Punkt. Jetzt muss ich gucken, ob ich diese blöden, ob ich den Link. Ich bin ja nicht so mit dem Link. Ich habe mir das aber extra irgendwo das Fenster offen gelassen. So. Ah. Wie mache ich das denn jetzt? Super. Melanie hatte doch aufgerufen im Imkerforum. Kann das mal bitte einer von euch recherchieren? Ihr seid da schneller als ich. Es ging um den Fall in Berlin, wo ein Imker, der hatte bei zwei Völkern, gab es eine Sporenbelastung. Das war irgendwie relativ spät im Jahr. Und der Amtsveterinär hat ihm dann gesagt, so, ihr müsst jetzt irgendwie, alle Völker an dem Stand müssen gekeult werden, müssen irgendwie kaputt gemacht werden. Obwohl mitten im Winter war, überhaupt keine Gefahr davon ausging und es auch keine schriftliche Anordnung gab, es gab keine Entschädigung. Und das Ganze war irgendwie sehr, sehr unschön. Und wie das so ist in Deutschland, es malt alles immer ziemlich langsam. Aber jetzt gibt es ein Verfahren deswegen. Und wie das so ist bei so Verfahren, die kosten Geld. Und der Kollege, der das macht, da gibt es wohl irgendwie so eine Open, hast du nicht gesehen, so eine Better Place Geldsammelgeschichte für dieses Verfahren. Und das wäre, finde ich, ganz sinnvoll, wenn man das unterstützt, weil damit das mal geklärt wird, wo die Zuständigkeiten sind, wie die Zuständigkeiten sind und was geht und was nicht geht. Weil das war eine Katastrophe. Da ist alles schief gegangen. Es gibt so viele Amtsveterinäre, die so richtig gut sind und die wirklich, also in der Regel ist das so. In der Regel wollen die, dass das gut läuft. Und zwar nicht nur für dich, sondern für alle Imker drumherum. Die wollen keine Seuchen in ihrem Beritt. Und deswegen geben die sich Mühe, dass das irgendwie aufhört. Und viele Imker sind nicht so super, sag ich mal, so fest im Umgang mit sowas. Und naja. Dann muss der BSV oder die Amtsveterinäre müssen dann ein bisschen Hilfestellung geben. So, also das erste ist, wir brauchen mal einen Link zu diesem tollen Schwarmfangrohr. Ja, das fände ich schön, wenn man das hier drunter packen könnte. Und wir brauchen einen Link für die Spendensammlung für das Verfahren in Berlin. Ich hatte mir da ein Fenster für aufgemacht, das hat jetzt gerade Refresh gedrückt und was weg. Ich weiß auch nicht. Ich finde in der Suche bei dem Imkerforum finde ich nie irgendwas. Aber ihr werdet das, bei Melanie ist das, glaube ich, auf der Seite bestimmt. Ludger kannst guckt, ja, Ludger guckt. Ludger schreibt schon irgendwas. Wahrscheinlich sucht er gerade und findet das schneller als ich. So. Was ihr beim Schwarmfangrohr unbedingt beachten müsst, ist, dass ihr die Gummiringe-Dichtung aus den Rohrmuffen herausnehmt, sonst bekommt ihr die nicht wieder auseinander. Ja, das ist wahrscheinlich besser, sonst gehen die so ganz schwer zusammen. Ah ja, Link zum Schwarmfangrohr ist schon im Chat, kommt hinterher unter das Video, schreibt Ludger. Jetzt brauchen wir noch den Link zu der Spendensammlung. Aber das kriegt er auch hin, oder? Es sind so viele Leute, wie viele Leute gucken eigentlich über? 466 Zuschauer, ja, das sollte rauszufinden sein. Jetzt müsst ihr mal ein bisschen fleißig machen. So, was haben wir hier? Ich gucke gerade mal, was ihr so geschrieben habt. Teleskopstangen und Schwarmfangbeutel, da braucht man weniger Kraft für. Ja, das ist, kommt immer auf die Höhe an, was du hast. Dieses Rohr, das ist halt schön glatt. Da rutscht alles durch. Ihr müsst nur unten gucken, wenn er dann Beutel drunter macht. Da ist ein bisschen, da kann man sich vertun, weil da kommt schon relativ viel Masse an und wenn das dann unten einfach durchsaust oder so, ist nicht so schön. Ja, genau. So. Einfaches 100er KG-Rohr, genau mit Reduzierung auf 150, genau so also eine Erweiterung auf 150, dann habt ihr quasi einen Trichter und dann stoßt da von unten in die Traube und dann rutscht dieser ganze Schwarm rutscht durch das Rohr und ob das jetzt 2 Meter, 4 Meter, 6 oder 8 Meter lang ist, ist egal, die kommen alle unten an. Und da müssen die halt irgendwo hin und da kommt so ein Beutel drumrum. Ja, da gibt es garantiert, im Forum gibt es da bestimmt auch so einen Link zu, wie man das Ding baut und sonst was. Weil Schwärme fangen macht Höllen viel Spaß. Also ich mache das total gern. Es macht richtig Spaß. Kostet ein bisschen Zeit, macht aber Spaß. Lernt man ganz viel bei. Als Beutel
empfiehlt ein Bein einer ausgedehnten Feinstrumpfhose. Ja, was weiß ich. Die müssen halt auch wieder rausgehen aus dem Zeug. Ne? Wenn das zu klumpig ist, ist nicht so gut. Aber das könnt ihr schon machen. Kriegt ihr hin. So, ich hatte euch ja noch was versprochen. Literatur, Imkerliteratur. Ich lese hier gerade im Chat mit, Entschuldigung, es ist ein bisschen lustig manchmal. Das ist für Leute, die das jetzt später gucken. Ja, also irgendwann, ihr guckt, stoßt durch Zufall auf dieses Video und fragt euch, was denn dit? Ja, der Typ redet einfach immer nur. Mit wem redet er eigentlich die ganze Zeit? Ich rede mit dem Chat. So, es gibt so einen Chat. Wenn man das jetzt nicht angemeldet guckt im Browser, sieht man diesen Chat gar nicht. Da steht dann so Live-Chat. Das sind nicht die Kommentare unten drunter, sondern Live-Chat ist parallel, läuft der, während ich hier quatsche, läuft der. Und wir sind ja jetzt relativ viele Leute. Jetzt sind wir nicht mehr so viele Leute. 300 irgendwas. Die sind jetzt wahrscheinlich alle irgendwo anders und gucken jetzt gerade nach dem Ding. Und könnt ihr Fragen stellen und Dinge irgendwie dazu schreiben, Fragen stellen, sonst was oder euch unterhalten. Und das läuft parallel und dann läuft das halt so mit. Ja, egal. So. Boah, jetzt haben wir 490. Manchmal ist es auch erstaunlich. Egal. 500, 502. Ja, es ist irre, ne? Also das ist manchmal, wenn man sich das so visualisiert und die würden jetzt alle hier sitzen, dann wäre ich schüchtern wäre ich dann. Aber ich sehe ja nur die Zahlen, deswegen ist es egal. So, was wollte ich? Ich wollte doch irgendwas gucken. So, jetzt gucke ich mal, wie ich das mache. Ich weiß gar nicht, wie ich das mache. Das ist das Tolle mit so zwei Bildschirmen. So machet dem Apistikus die Schwärmerei gar viel Verdruss. Und ganz besonders hat sie Drallen seit der Geschichte sehr missfallen. Die Geschichte ist, dass Drallen irgendwie bei sich vorm Bienenstock gewartet hat. Er hat zwei Bienen gesehen mit Reisegepäck und hat sich dann gedacht, den Schwarm fange ich, ja, damals Schwarmwächter. Und hat dann vor diesem Flugloch gesessen und die Bienen beobachtet. Und ist eingepennt. Dann kam es, wie es kommen musste. Die Bienen sind geschwärmt. Er ist auf der Leiter hinterher und ist von der Leiter gefallen und alles. Das ist eine super Geschichte. Und ja, einen Schwarm hat er nicht gekriegt. Seit der Geschichte sehr missfallen. Doch solche Verdrüsse pflegen, die Denkungskräfte anzuregen. Platmutsinn, so denkt er weise und macht zwei große Strohgehäuse. Weil, ne? Er will jetzt den Bienen Platz geben. Dann geht halt irgendwie so weiter und hast du nicht gesehen? Wenn man die Schwärmerie nicht wör, sagt Dralle, dat ist dat Malheur. Mein lieber Freund, das ist zum Lachen. Ableger, Nachbar, müsst ihr machen. So habt ihr ehemals gedacht, aus einem Stocke zwei gemacht. Ableger, Freund, das heißt Methode. Adieu. Das ist nie Mode, sagt er dann. Und dann macht er Ableger. So, wer macht das? Habt ihr Wilhelm Busch? Habt ihr irgendwie schon mal von gehört? Schnurdibor? Super Geschichten. Da geht's. Wilhelm Busch ist ja, der ist im Elternhaus aufgewachsen, ist dann aber von seinem Vater zu seinem Onkel irgendwie verbracht worden. Geschickt worden, weil er da in die Schule gehen sollte. Und der Onkel, der war Pfarrer und hatte natürlich Bienen, wie die damals immer so Bienen hatten. Und hat dann da relativ viel über Bienen gelernt. Der Onkel war auch irgendwie so ein bisschen bewandert mit Bienen. Der hat auch Sachen über Bienen geschrieben und so. Und deswegen hat Wilhelm Busch ganz viel über Bienen. Und wenn ihr euch das mal durchliest, das ist so lustig, weil das ist wirklich eins zu eins die Probleme, die wir hier haben jetzt oder wo wir heute drüber reden, ja, die kriegst du alle bei Wilhelm Busch. Das ist so geil. Und ihr habt was für eure Bildung getan. Ja? Warte mal, wo haben wir denn hier? Ich guck mal hier gerade. Die Schwärmerei, das ist so lustig. Weil. Ich meine, so müsste es gehen. Ne, es war es nicht. Achso, 4 brauche ich. Kapitel 4, Entschuldigung. Die Bilder dazu sind auch großartig. Die Bilder dazu sind einfach wirklich, es müsst ihr euch angucken, es macht Spaß. Ist echt gut.
Viertes Kapitel. Also, wie gesagt, Hans Dralle sitzt vor diesem Flugloch, ja, und pennt ein. Hans Dralle, der noch immer schlief, als ihn der Eugen so heftig rief, erwacht aus seinem sanften Traum, da hängt der Schwarm im Apfelbaum. Schnell Kappe her und Korb und Leiter, sonst fliegt er noch am Ende weiter. Und das ist halt so geil, weil das ist 1:1, ja. Dann geht er da auf die Leiter hoch und natürlich auf der letzten Sprosse stehen und balancierend, ja. Gar wohl vermummt, doch ohne Bangen, hat er den Schwarm bereits gefangen. Hoch oben steht er kühn und gerade, da sticht's ihn in die linke Wade. Au, jau, die erste Sprosse bricht, denn viel zu groß ist das Gewicht. Und knacks ist er herabgeschossen durch alle 7 Leitersprossen. Die Bienen aber mit Gebraus sausen ums Haus. Und dann geht's halt so weiter, dann kommen alle Sachen, die wir alle selber schon gemacht haben, ja. 2 Knaben sitzen an der Pfütze und spritzen mit der Wasserspritze. Die Bienen kümmern sich nicht drum, sie sausen weiter mit Gebrumm. Ist nicht so, dass ich nicht mit dem Schlauch schon da gestanden hätte. Den Besen schwingt die alte Grete, der Kirmes-Anton bläst Trompete. Ernst, Fritz und Wilhelm pfeifen, schreien, der Schwarm lässt sich darauf nicht ein. Jetzt ist er oben am Kamin, der Schornsteinfeger sieht ihn ziehen. Jetzt geht er übers Kirchendach, krach schießt der Förster hinten nach. Jetzt hinkt Hans Dralle auch daher, jetzt so sieht man gar nichts mehr. Und so weiter und so fort. Ihr könnt euch das mal durchlesen, einfach Schnurdibor Wilhelm Busch eingeben, dann werdet ihr es schon finden, habt da echt Spaß dabei und ihr habt auch was gelernt und ja, ihr seid ein bisschen schlauer als vorher. Macht Spaß. Ich habe hier nämlich auf meiner Liste, steht das nämlich so drauf, Honigraum wird nicht angenommen, Zellen, abgeschwärmt, Material, Aua. Und genau so ist es. Ihr werdet jetzt merken, wenn das jetzt richtig, wir hatten ja gesagt am Anfang, der Monat, in dem die Träume platzen. Ihr werdet merken, sobald das richtig losgeht mit der Schwärmerei, es hat jetzt erst angefangen. Es kommt jetzt, geht jetzt richtig zur Sache. Die haben im Februar, Anfang März, haben die so viel Weidenpollen gesammelt, weil das Wetter war ja schön warm. Die sind auf dem Gleis. Was dieses Jahr nicht schwärmt, das ist wirklich schwarmträge Genetik. Aber bei mir will auch, glaube ich, alles irgendwann raus. So, da muss man halt dann irgendwie Ableger machen. Oder ja, Ableger machen, Splits irgendwie bauen, Königinableger, Brutableger, was auch immer ihr macht, machtet. Ich mache bei den großen Völkern im Raps, nehme ich irgendwann die Brut weg. Nehme ich die Brut weg, setze die komplett auf Mittelwände und dann ist in der Regel der Schwarmtrieb in diesem Jahr für die Völker durch, bei denen die so ein bisschen solider sind. Das Problem ist, wenn man das macht, hat man brutal viele Brutwaben und muss dann überlegen, was man damit macht. Weil ihr, Wilhelm Busch sagt ja schon, dann hast du statt einem, hast du 2, ne? Ist ja auch so, kann man ein bisschen ändern. Aber du hast natürlich dann 2 und dann in der Linde sind die auch schon wieder da und dann brauchen die auch einen Honigraum und dann hast du doppelt so viele Völker wie vorher. Da muss man überlegen, wenn die richtig Gas geben, kannst du die auch nicht wieder vereinigen. Also wieder vereinigen, ich halte sowieso nichts von wieder vereinigen. Weil die Völker, die machen so viel Krawall und die geben so Gas, was soll ich die wieder vereinigen? Dann gibt man lieber mal Völker weg an jemand, der noch Völker haben möchte. Verkauft die, wie auch immer. Man kann auch Kunstschwärme verkaufen. Das geht auch. Für Leute, die irgendwelche exotischen Wabenmaße haben wollen. So, und dann kommt der Punkt Material. Ihr müsst zusehen, dass ihr, wenn so ein Schwarm kommt, dass ihr nicht total überrumpelt werdet. Ich habe die früher immer in einem Karton gefangen. Das fand ich immer ganz gut. Hatte ich einen großen Karton. Da habe ich dann an die Seite habe ich so ein Kläppchen reingemacht. Das heißt, ich habe die da reingekippt, habe den Karton zugemacht, habe den irgendwo in den Schatten gestellt und habe dann das Kläppchen aufgemacht, irgendwann nach ein paar Minuten. Und dann sind die Bienen, wenn die Könige drin war, sind die restlichen, die suchen dann. Das dauert eine Weile und dann hängen noch ganz viele oben im Baum. Man ist unsicher, ob die jetzt doch noch irgendwie, ob die jetzt in die Richtung fliegen oder die Richtung fliegen. Und dann kommen sie aber dann doch irgendwann an und gehen in die Kiste oder hängen an der Kiste, wie auch immer. Es gibt richtige tolle Schwarmfangkisten zu kaufen. Ihr könnt auch irgendwas nehmen, was nicht gut ist, was ihr nie machen dürft. Ihr dürft nie Bienen in einem Hobok transportieren, auch nicht für 10 Minuten. Die verbrausen euch. Also nichts, die müssen immer Luft haben. Ne? Was gut funktioniert, sind diese IKEA-Papierkörbe. Die hatten mal so Papierkörbe, ich weiß nicht, wie die hießen. Die waren so leicht konisch, große, so aus so
Maschen, also Gase, Metallgitter quasi, aber so dicht, dass die Bienen nicht rauskommen. Weil bei diesen Seerosenkörben und so, kann man ja auch nehmen, ne? Da sind manchmal so ein paar Löcher bei, die sind ein bisschen größer. Und dann kommen die Bienen rein und raus, ist dann doof, wenn die im Auto sind und so. Die machen nichts, ja, aber es ist für jemand, der das neu macht, ist das beängstigend. Ich fahre auch mit einer offenen Schwarmfangkiste, wo vorne so ein Püngel Bienen dran hängt, die stelle ich einfach hinten rein. Die gehen ja nicht weg von der Kiste, ja, da hängen natürlich ein paar Bienen hinten am Fenster, aber passiert nichts. Zur Not lässt man die Jacke an, fährst halt mit Schleier, macht auch nichts. Macht euch keinen Kopf, einfach machen. Ein Schwarmfangen ist das, wenn ihr einen Schwarm gefangen habt, das ist so toll, das macht so einen Spaß. Und den danach dann irgendwie in eine Kiste schlagen und dann baut er das alles eins zu eins super schön aus und das macht einfach nur Freude. Mit dem Schwarm anfangen ist sowieso der Hit in der Imkerei. Deswegen kann ich euch das nur empfehlen. Aber klar, ihr müsst gucken. Ja. So. Wann genau im Raps machst du die TBE? Tragen die dann noch ordentlich weiter ein? Also ich mache die TBE, wenn ich merke, ich verliere die Kontrolle. Also wenn ich merke, ich habe jetzt irgendwie da in der Reihe, da stehen irgendwie von 10 Völkern, wollen 5 wollen abreisen und ich schaffe es irgendwie nicht mehr, weil ich auch nicht die Zeit habe, die da immer jede Woche durchzuwühlen, alle. Das ist irgendwie, wenn ich weiß, dass sie schwärmen wollen, gucke ich die schon durch, aber eigentlich habe ich die Zeit nicht. Dann ziehe ich die Notbremse, dann mache ich das Auto voll mit Ablegerkisten, da tue ich Mittelwände rein, dann fahre ich zum Stand und nehme eine leere Ablegerkiste, packe da die ganzen Brutwaben rein mit ein paar Bienen und dann kriegt das Volk, kriegt nur Mittelwände und fertig. Und dann schreibe ich mir das auf die Kiste drauf und dann ist in der Regel der Schwarmtrieb bei den Völkern vorbei. So, dann gucke ich beim nächsten Mal, gucke ich nach, ob die gut Brut haben, ob das alles so passt. Und dann gucke ich die anderen nur noch durch und wenn die auch Faxen machen, kriegen die auch die Zähne, alles weggenommen. Andrea von der Kammer sagt, der Mülleimer ist jetzt weiß lackiert, heißt jetzt, wie heißt der? Gedöns, irgendwie, keine Ahnung, kostet 5 Euro. Ja, ja, genau, irgendwie sowas. So. Wenn du die Königin drin lässt und nur die Brutwaben rausnimmst, dann hast du sogar eine Trachtsteigerung in der Regel, weil die ja dann erstmal nichts mit Brutpflege zu tun haben, sondern alles auf Sammeln und Bauen und Gedöns machen. Und du kriegst natürlich dann später mal kurz einen Einbruch, aber bis zur Linde sind die locker wieder da. Also bei mir zumindest. Also ja, Schwarm. Wie gehst du mit dem Schwarm um, wenn du ihn gefangen hast? Das ist ein guter Punkt. Das kommt ein bisschen auf die Gegend an, wo du bist. Wenn du Faulbrutverdacht, Faulbrut-Sperrbezirk, Faulbrut nah dran, Faulbrut im Flugkreis, du weißt nicht, wo die Bienen her sind, dann, aber nur dann, meine Meinung, ja, gibt Leute, die haben andere Meinung, meine Meinung wäre so, dann kommen die Bienen in Kellerhaft und zwar so lange, bis die ersten Bienen tot runterfallen. Das Zeitfenster, wenn die ersten Bienen verhungert runterfallen und alle Bienen runterfallen, ist ganz, ganz gering. Das sind keine 2 Stunden, das ist eine halbe Stunde oder so ungefähr. Das heißt, die müsst ihr dann wirklich engmaschig kontrollieren und sobald die ersten Bienen tot runterfallen, wird gefüttert und dann kommen die auf Mittelwände eingeschlagen, dann ist gut. Das macht ihr aber nur dann in diesem Fall. In allen anderen Fällen geht er mit den Bienen nach Hause, stellt die in der Schwarmfangkiste irgendwo in eine schattige Ecke und abends schlagt er die ein auf Mittelwände. Wenn das Wetter gut ist, alles gut, braucht ihr euch erstmal nicht drum kümmern. Nach 2-3 Tagen könnt ihr einmal mit Oxalsäure sprühen, dann ist die Sache durch, dann haben die keine Milben mehr, haben ja noch keinen Honigraum drauf. Oder aber wenn das ein richtig dicker Schwarm ist, schlagt er die auf Mittelwände ein, direkt einen Honigraum drauf und lasst die direkt bauen, dann müsst ihr es halt im Herbst behandeln. Ist dann halt so. Wenn das Wetter schlecht ist, damit meine ich jetzt 10 Tage kalt, nachdem die bei euch aufgeschlagen sind, der Schwarm, dann müsst ihr füttern, damit die schön ausbauen können. So, und ansonsten, ich habe auch schon welche gehabt, die habe ich direkt eingeschlagen, nachdem ich sie gefangen habe. Ich mache es normalerweise, stelle ich die in so einer Schwarmfangkiste. Ich stelle die bei mir vor die Garage, da ist schattig und kühl. Und abends mache ich mir dann die Kisten fertig, die ich brauche und schlage die alle der Reihe nach ein. Also ich mache das abends, an demselben Abend. Kannst du auch am nächsten Morgen machen, aber am selben Abend ist völlig ausreichend. Die müssen einmal so als Schwarm gehangen haben. Das ist schon wichtig. So, und dann, wenn ihr die da reinkippt in die Kiste, nicht direkt am Anfang füttern, und bitte keine Futterwabe da reinhängen. Es kann euch passieren, dass die
auftanken und am nächsten Tag weiterziehen. Ja, deswegen keine Futterwabe. Was ihr machen könnt, wenn ihr unsicher seid, zum Beispiel, ob da eine Königin dabei ist oder nicht, ja, dann packt ihr eine offene Brutwabe von einem anderen Volk mit da rein, ohne Bienen. Das könnt ihr machen, dann bleiben sie auch auf jeden Fall drin. Also füttern würde ich flüssig füttern. Wenn die da angefangen haben zu bauen und so und das ist alles gut, dann könnt ihr denen auch eine Futterwabe dazu hängen, würde ich aber nicht machen, weil der Witz bei einem Schwarm ist doch, der baut euch neues Wabenwerk, was völlig unbelastet ist von Viren, von irgendwelchen anderen Sachen. Belastet es dabei, das ist ein Neuanfang und gebt dem nicht irgendwelche ranzigen alten Möbel. So. Also Kunstschwarm, Futterwabe kannst du machen. Ich fütter auch Kunstschwärme nicht mit Futterwaben. Ich finde, Kunstschwärme sollen auch sollen bauen. Kunstschwärme sind wie ein richtiger Schwarm zu behandeln eigentlich. Außer, dass ihr füttern müsst. Aber dann füttert man flüssig und dann ist das alles gut. So. Andrea von der Kammer fragt, zu welcher Tageszeit? Ja, was zu welcher Tageszeit? Also ich schlage die abends ein, weil ich der Meinung bin, dann müssen die sich in der Kiste schon mal über Nacht irgendwie arrangieren und dann sind die da schon mal drin und dann am nächsten Morgen haben sie schon angefangen, ein bisschen zu bauen und bleiben die auch da. Was ist mit einlaufen lassen? Ja, kannst du machen. Kannst du auch machen, kannst du auch einlaufen lassen. Ist immer ein schönes Schauspiel. Kannst du auch abends machen, kippst du einfach davor. Dann muss man aber gucken, dass es so ein Brettchen gibt. Eine Einlaufhilfe braucht man. Diese Einlaufhilfe kann ein Stück Pappe sein oder sonst irgendwas. Und die muss schräg nach oben gehen. Also muss sie nicht, aber das ist viel, viel einfacher für alle. Und dann stellt er die Beute dahin, macht da so eine Pappe, legt er da an, dass die quasi ans Flugloch anlegt und dann kippt er die Bienen davor und dann rennen die da schon rein. So machen die. Das ist wahnsinnig beeindruckend. Wenn du das noch nie gemacht hast, dann hast du danach... hast du so, wie sagt man, Torihader, Gänsehaut, ja, weil das ist wirklich einfach gigantisch. Die laufen da wie so ein Lavastrom rein. Aber macht das abends und nicht irgendwie in sengender Hitze nachmittags, das ist nicht gut, weil dann habt ihr eventuell den Schwarm nochmal irgendwie hoch und am Baum hängen oder so. Wollt ihr nicht. Kunstschwarm auf der Dann zum Begatten, wie viel Bienen? Boah. So. Kilo. Irgendwie so. Eine Schwarmrampe, genau. Und die kannst du dann auch, die Schwarmrampe kannst du danach wegnehmen. Die sind nach einer halben Stunde, sind die alle drin, dann nimmst du das Papier weg und dann ist gut. Du musst nur zum Einlaufen, musst da nicht stehen bleiben. Also nach dem Fangen den Schwarm im Schatten stehen lassen. Ja, würde ich machen. Ich würde den so bis abends lässt ihn stehen, dann ziehen die sich schön zusammen und sind da und sind ganz still und dann ist das so ein Klumpen und die kannst dann einschlagen und die bleiben dann noch da, wo sie sind. Schwarm macht schon Spaß. Ja, ich habe bei Insta, hatte ich mal irgendwie in der Story, ich habe einen Schwarm letztens gefunden, der lag auf, also haben sie mir gesagt, da liegt ein Schwarm am Boden und den habe ich dann einlaufen lassen, habe ich einfach die Schwarmfangkiste hingestellt, da sind die alle reingelaufen und da wusste ich nicht, ob eine Königin drin ist oder nicht und habe eine Brutwabe mit reingehängt, aber war eine Königin drin und die haben jetzt schon den ersten Honigraum voll. Schwärme sind gigantisch, die tragen und die machen und tun, als ob es keinen Morgen gäbe. Deswegen Schwärme, wenn ihr einen Schwarm kriegt, immer einen Schwarm mitnehmen, macht Spaß. Schwärme ist geil. Und macht auch Spaß, die zu fangen und es ist aufregend und es ist viel mehr, das ist richtig Imkern, ja, das ist cool. Deswegen machen, gibt ganz viele, die keinen Bock haben auf Schwärme, kann ich nicht verstehen. Macht zwar Arbeit, aber ist trotzdem gut. So, ich sehe gerade, wir haben 21 Uhr. Ah ja, das letzte habe ich hier Aua. Also Aua bezieht sich darauf, auf Material ist knapp. Seht zu, dass Material da ist. Dass ihr Böden noch habt. Seht zu, dass ihr Böden habt. Seht zu, dass ihr Kisten habt. Seht zu, dass ihr ein paar Mittelwände eingelötete Mittelwände habt, eventuell. Oder zumindest die Rähmchen schon mit gespannten Drähten, dass ihr das schnell machen könnt. Das ist ja eine schöne Tätigkeit, wenn man das so, dass ihr da schnell nach 10 Mittelwände eingelötet habt oder Anfangsstreifen zumindest so. Andreas Wagner, hey, behandelst du die Schwärme mit Milchsäure? Nee, ich behandle gar nichts mit Milchsäure, weil ich finde Milchsäure so ätzend. Also ich habe immer Oxalsäure zum Sprühen. Oxovar gibt es zum Sprühen. Finde ich super. Ja. Wie findet man seinen abgehauenen Schwarm? Gar nicht.
Das ist, ihr könnt, wenn ihr nicht wisst, wo der ist, findet ihr den noch nicht. Also wenn die Leute sagen, da ist ein Schwarm und da war heute Mittag ein Schwarm und ihr geht da gucken, dann findet ihr den nicht. Und die sind da trotzdem noch. Die hängen als Klumpen irgendwo in so einem Gebüsch. Da geht ihr dran vorbei abends und da seht ihr gar nichts. Da fliegt nicht eine Biene. Tagsüber kann man schon sehen, wo die sind. Aber dass man so Bienen, also in der Regel findest du einen Schwarm dadurch, dass da aufgeregte Leute sind und die sagen, Wah! So, dann sagst du, was ist denn los? Und dann stehst du schon in so einer Wolke Bienen und sagst, ja, lassen Sie mich durch, ich bin Imker. Und dann fängst du den halt. Ich habe immer eine Schwarmfangkiste im Auto, ich hab so eine Rückenspritze im Auto wo mit Wasser und gut ist. Forster fragt, nimmst du die Mittelwände? Wärmst du die Mittelwände, bevor sie einlötest? Ja, ich wärme die Mittelwände immer, bevor ich sie einlöte, weil sonst machen die Wellen, wenn die ins Volk kommen. Ich habe waagerecht gedrahtet, dann gibt es unten so eine Delle drin, wenn man die nicht warm macht. Verlieren Kunstschwärme die Orientierung, geht das am selben Stand? Boah, ich mache das nicht. Ich tue die an einem anderen Stand. Bleiben bestimmt ein paar da, aber ich will mir nicht. Mache ich nicht. Ja, so ist das. 524 Leute sehe ich. Ist ja irre. Also, der Mai. Das Aua, das ist normal. Das Aua tut immer weh. Mai tut immer weh bei allen. Also, es ist einfach so, man nimmt sich halt so viel vor, ne? Und dann hat man so Erwartungen und denkt so, so, es wird super geil und so. Und die Bienen, die machen es halt anders. Das macht es ja auch irgendwie so spannend. Macht ihr nächste Woche was zur Einweiselung? Ab Juni werden neue Zuchtköniginnen ausgeliefert. Ah, Ludger hat den Sammellink noch nicht gefunden. So, das war doch. Schade, dass Ludger jetzt hier nicht übernehmen kann, dann würde ich nämlich mitgucken. Ich guck mal gerade, vielleicht ist ja zufällig, gibt es ja diesen Faulbrut, diese Faulbrut-Geschichte. So, ich hab's. So. Bienenvölker abgetötet und kein Recht für Imker. Betterplace.me. So, jetzt gucke ich mal, ob ich das so finde. Ja, ich tippe das jetzt einfach ein. Nee, pass auf, ich mach's anders. Ich halte das jetzt. Das ist auch schön. Wir sind noch hier ein Schwarm, ja? Ihr könnt schneller tippen als ich. Ich mache das jetzt groß. Ja, da kann es jetzt, irgendjemand kann sich da jetzt einen Screenshot von machen und das irgendwie, dann stellen wir das da rein. Ja? So. Das wäre eine Sache, das fände ich eine unterstützenswerte Sache und wenn er da irgendwie 2,50 € für spenden könntet, wäre das gut, damit wir mal irgendwie da Meter machen. Sandro Sterz. Hatte jemand schon mal das Gefühl, zwei der Dandhönigräume aufsetzen zu müssen? Zwei auf einmal, meinst du? Ja, klar, mache ich regelmäßig. Ich komme ja nicht alle 2 Tage dahin. Ich habe manchmal so, dass ich einen ausgebauten und einen mit Mittelwänden und zwei ausgebauten draufsetze. Klar, mache ich ganz oft. Also wenn es richtig Gas gibt, zwei drauf direkt. Es ist immer so im Frühjahr, ist immer so ein mehr, als du denkst, der drauf muss. Und im Sommer immer ein weniger, als muss. Als du denkst, das muss. Weil im Sommer werden die nicht mehr so voll, aber im Frühjahr jetzt die Entwicklung, die Aufwärtsentwicklung geht immer viel schneller, als du denkst. Das heißt, sobald da irgendwie Galopp ist, machst du einen drauf und wenn du meinst, um Gottes Willen, machst du auch zwei drauf. Es spricht überhaupt nichts gegen. Das ist ja nur ein halber. Das ist doch völlig wurscht. Einweiseln von Zuchtkönigen mache ich nächste Woche nichts zu. Ich glaube, nächste Woche macht nochmal ich. Aber ich glaube, mit dem Bernhard Jesch zusammen, wenn das denn klappt, ich weiß es nicht, ob das alles passt von der Vorbereitung. Und danach macht Ludger was zum Thema, wie Ableger, wie die funktionieren, vom Timing her und so. So. Ja, vom Thema gibt es alte Videos.
In 8 Wochen längster Tag. Woran erkenne ich maximale Größe erreicht hat? Das erkennst du nicht. Ablegergröße, genau. Ludger macht was zur Ablegergröße. Und da kann man endlich mal aufräumen mit so Mythen, der Einwabenableger und so. Weil jeder erzählt ja was anderes über einen Wabenableger. Das liegt auch daran, dass sie haben auch alle recht, aber es liegt halt daran, dass alle was anderes meinen, wenn sie einen Wabenableger nennen. Und Ludger hat so einen Rechner, wo man dann zum Beispiel gucken kann. Genau. Die einen machen einen Wabenableger, so ein Krüppelchen, was sich die Königin selber nachbauen muss. Ein anderer hat eine total verdeckelte Brutwabe und steckt da eine begattete Königin rein, wie auch immer. Das ist ja ganz unterschiedlich. Ah, okay, pass auf. So, wir haben jetzt hier das Problem, sagt YouTube, und will diesen Link nicht durchlassen. Ja? Okay. So, Ludger. Kriegen wir das irgendwie hin? Pass auf, wir machen das so. Der Faden heißt, Moment, das ist der Faden im Imkerforum. Moment, wieso kann er das jetzt nicht lesen? Doch, kann er doch. Da. Geil. Das ist so richtig alte Technik. Das ist der Faden im Imkerforum. Und das ist auf der letzten Seite und irgendwie vor oder drei oder vier Dinger vor Ende. Und ja, da werdet ihr schon finden. Ich denke, ihr werdet das finden. So. Kinders, ich wünsche euch was. Wir sehen uns nächste Woche. Und ich hoffe, ihr habt so viel Spaß mit den Bienen wie ich. Ich finde, gerade macht es total Spaß. Ich blute aus den Augen, aber es macht richtig Spaß. Nächste Woche kann man schon anfangen zu schleudern. Vermutlich wir nicht. Bei uns, ganz interessant. Hat jemand irgendwie, ich bräuchte mal einen Fußbodenleger, der mich beraten kann zum Thema Estrichversiegelung. Ich habe einen Korrodur-Estrich gemacht und da muss jetzt noch irgendeine Versiegelung drauf und ich möchte das, glaube ich, selber machen. Und vielleicht weiß ja jemand, wie das geht. Kali, Wasserglas, wie auch immer, was da für eine Versiegelung reinkommt. Heute waren die, wie heißt das denn? Fliesenleger. Heute waren die Fliesenleger da und haben Fliesen gelegt und es sieht unglaublich geil aus. Ist natürlich noch nicht fertig, aber es wird, ja, es wird. Und ich freue mich total drüber. Es sieht schon viel besser aus und vielleicht mache ich so in 3 Wochen oder so, wenn ich dann schleudere, mache ich mal ein Foto oder so, ja. Und dann seht ihr mal, wie das. Es wird wirklich, es wird irgendwie eine richtige Imkerei. Ich bin jedes Mal gerührt und geschüttelt, wenn ich reingehe und ist geil. So, Kinders, wir haben jetzt schon 10 Minuten überzogen. Ihr habt auch noch was zu tun. Tut mir gefallen, guckt euch Wilhelm Busch an, Schnurdibur, ja. Bitte, möchte ich nächstes Mal, frage ich euch ab, müsst ihr dann auswendig rezitieren können. Und ansonsten macht euch jetzt irgendwie ein Getränk auf, genießt das schöne warme Wetter abends, morgens auch nochmal schön werden. Und wir sehen uns nächste Woche. Finde ich geil. So, Kinders. Tschüss.